Ich sehe gerade auch, das ist ein bisschen mehr, weil die Büchse ist einfach 100 Gramm mehr. Das war diese von gestern oder vorgestern. 400 Gramm. Und hier ist jetzt bei dieser Simon 500 Gramm drinne. Werner Simon. Ja. Das sollte man sich auf jeden Fall merken. Und ich muss jetzt schon sagen, weil ich habe es jetzt schon ein bisschen gegessen. Entschuldigung für das Rumgewackel. Schmeckt sehr gut. Also man kann hier echt nicht meckern wieder. Die Soße schmeckt geil. Auch nicht so wie hier Karamellsirup und was sie da so drin machen. Ist echt lecker. Man könnte vielleicht ein bisschen Pfeffer ranmachen. Habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Ich wollte das jetzt mit euch eigentlich hier so nah wie möglich machen, damit ihr schön dabei seid, so wie ich es auch esse. Aber wenn die Karte immer aussieht oder beziehungsweise keinen Speicherplatz, ich habe sie jetzt endlich kurz mal entleert. Aber so kommt man eben nicht zum Essen, ne? Und ich will das ja essen, wenn es heiß ist. Ihr seht das wahrscheinlich vielleicht, wenn das jetzt beschlägt, ist es noch ziemlich warm. Jawohl, beschlägt. Oh, sogar übelst. Beschlagung muss weggehen. Geh weg, Beschlagung. So, ist weg. Ich esse hier nochmal kurz was. Weiß ja nicht, kann man das irgendwie sehen? Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, vorstellen ist blöd gesagt. Also schmeckt wirklich geil. Kartoffeln sind natürlich nicht dazu. Die muss man sich selber kochen. Aber es schmeckt wirklich geil, weil ich hier wieder vergessen habe, Rotkraut zu kaufen. Ja. Weil zu so einem geilen Essen eigentlich, ist ja wie hausgemacht, gehört eigentlich ein bisschen Rotkraut. Aber ist ja auch eine Geschmackssache. Ich hatte jetzt leider das vergessen. Hab nur Kartoffeln gekauft. Weil ich, wie gesagt, so ein paar Büchsen davon habe. Aber verschiedenste Firmen. Und ja, ich muss jetzt hier schon wieder sagen, dieses hier mit Gourmet, also das steht zu Recht drauf. Es schmeckt wirklich geil. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer das ist. Müsste ich nachher wieder gucken. Also ich werde mir das eh angucken im Internet, woher und wo es das gibt und so. Und dann schreibe ich das wieder drunter. Ich könnte mir vorstellen, das ist auch wieder irgendwie vielleicht ein Aldi-Produkt, weiß ich nicht. Aber wenn es dann verschiedenste Firmen gibt, das ist auch eigenartig. Also könnte auch ein anderer Supermarkt sein. Auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen. Super lecker. Das war wieder von mir. Kurzes Video einfach nur. Soll ja auch nicht ewig gehen. Und ja, für ein Büchsenessen wirklich erstaunlich gut. Also so wie das andere. Ich würde fast sagen, es ist gleich gut. Das war eben was anderes. War ja hier Paprika, Gulasch und das ist einfach nur Rindergulasch. Und ja, also kann man nicht meckern. Man kann nochmal ganz kurz hier liegt noch ein geiles Stück Fleisch, so ein geiles, wo man hier die Struktur so sieht. Kann man das sehen? Ist halt auch blöd, mit einer Hand hier irgendwas zu machen. Da sieht man es ganz gut. Geht mal. Also das fällt auch auseinander wie. Ja gut, wenn man so im Essen rumpult, so nett sieht das immer nicht aus, ne? Hier nochmal kurz. Oh, aber das Stück, Moment mal, das kommt mir ein bisschen sehniger vor. Ich koste das mal. Ohne die Kamera hier reinzuhängen, ja toll. Guck mal, ihr lieben Freunde. Voll drin. Ja, voll drin. Schön in die Soße. Nee, ist zart. Geil. Ich muss das hier mal kurz pervers ablutschen. So, muss dann sauber gemacht werden. Scheiße. Entschuldigung. Piep. Gut. Ihr hört, mir schmeckt es. Und ja, kann ich nur weiterempfehlen. Schnell gemacht, vor allen Dingen. Nicht viel Arbeit. Und für den Geschmack muss ich da wirklich sagen, top. Und auch, wenn ich jetzt hier Punkte vergeben würde. Ich bin nun nicht der Superfeinschmecker, aber ich bin schon sehr pingelig. Wenn das nicht schmeckt, dann sag ich das auch. Wenn hier Fett drin wäre oder so, dann würde ich es auch überhaupt nicht mögen. Oder wenn jetzt die Soße komisch schmeckt oder irgendwas. Da bin ich sehr pingelig eigentlich. Von daher würde ich hier sagen, wenn es 10 Punkte geben würde. Gut, das Beste macht natürlich Mutti zu Hause, ne? Grüße ihn an die ganzen Mütter, die so gut kochen können. Auch an meine. Und es kommt aber nah dran. Also dafür würde ich so sagen, 8 von 10. 8 Punkte von 10 Punkten. Es ist auf jeden Fall sehr gut gemacht.
Und vielleicht schmeckt es ja manchen so gut wie zu Hause. Gut, also, das war's jetzt von mir. Ich hau rein und genießt es jetzt. Dann wird nämlich kalt. Piesen, ja. Macht's gut. So, da ist er wieder mal. Schön beim Mittagessen. Ich mache das jetzt einfach mal so, ohne dass ich es gekostet habe. Also mit euch praktisch. Ich habe nämlich hier wieder, was krasset, Simon diesmal. Gourmet steht da. Gourmet Rindergulasch. Kurz mal hier rufgehalten, was da so drin ist. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie sehen. Da auch wieder Karamellsirup, Zuckerdings, Glukosesirup. Das ist natürlich nicht so schön. Hier Werner Simon, tralala bum. So, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder hier nicht wird, weil ich habe ganz wenig Speicherplatz nur drauf. Kostet das jetzt mit euch? Es sieht auf jeden Fall mehr Fleisch aus. Das muss ich gleich hier, stelle ich schon fest. Sieht aber auch ganz gut aus. Also das sind hier echt gute Brocken. Petersilie natürlich wieder selber aufgemacht. Ich koste jetzt einfach ein Stück Fleisch hier. Okay? Ich glaube, ich muss aber doch nochmal filmen, weil ich muss ja jetzt erstmal gucken, wie es schmeckt. Das reicht uns hier nicht. Mit Akku. Also das erste Stück war okay.